Das DC-Universum hat auf diesem Kanal bisher noch nicht allzu viel Liebe bekommen, was unter anderem daran liegt, dass ich eher underwhelmed war in den letzten Jahren von den Filmen, die kamen. Es gab ein paar Highlights für mich persönlich, wie zum Beispiel Aquaman, den ich ziemlich gut fand, bis auf ein paar Optiken, die sie 1:1 aus den Comics übernommen haben, was wir ja auch in letzter Zeit gelernt haben, was bei Marvel auch nicht so gut ankommt und funktioniert. Manche Dinge, die muss man einfach genauso darstellen wie in den Comics und manche Dinge sollte man vielleicht ein bisschen an die Realität anpassen, wenn man eine Realverfilmung macht. Und da sind wir auch schon beim Thema. The Flash wird diese Woche erscheinen, beziehungsweise ist heute erschienen oder gestern, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ich habe ein paar Gedanken zu diesem Film, denn ich durfte ihn schon vor ein paar Wochen sehen und heute möchte ich euch eine spoilerfreie Review zu diesem Film geben und meine Meinung dazu, was in diesem Film die positiven Sachen sind und die negativen Sachen, ohne euch wirklich zu sagen, worum es in diesem Film geht. Es wird keine Spoiler in diesem Video geben, ich werde es nochmal wiederholen, keine Spoiler. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Nerd Factory. Mein Name ist Luke und hier kriegt ihr alles rund um Marvel, um Star Wars, aber eben auch wieder ein bisschen mehr andere Franchises, die in dem Nerd-Spektrum sich bewegen. Doctor Who zum Beispiel wird es dieses Jahr wieder geben und so weiter und so fort. Also, wenn euch das interessiert, dann abonniert doch jetzt diesen Kanal und schreibt doch einfach in die Kommentare. Ach hier, der Flash, der ist aber schnell, na sowas. Uiuiuiui, der Barry. Danke an der Stelle an alle Leute, die finanziell den Kanal unterstützen, die Patrons und die Kanalmitglieder und die Leute, die Super Thanks in den Kommentaren da lassen, natürlich nicht zu vergessen als einmalige Spende. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema des Videos und zwar The Flash. Bevor ich wirklich in den Film oder um den Film mich herum bewege, möchte ich ganz kurz einmal ansprechen, was vielleicht viele von euch denken. Ja, Ezra Miller ist eine problematische Person. Denn viele Leute werden es mitbekommen haben. Ezra Miller hat seit 2020 ein ganz schönes Repertoire an Vergehen angesammelt, die in sehr vielen Fällen sehr verstörend und in einigen Fällen sogar extrem problematisch sind. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, nur eine kleine kurze Zusammenfassung. 2020 hat das Ganze angefangen. Sein mentaler Zustand ist mehr und mehr entglitten. In Reykjavik hat er eine Frau in einer Karaoke-Bar gewürgt. Dann später hat er eine Frau mit einem Stuhl beworfen in einem ähnlichen Etablissement. Er hat Leute belästigt in Hawaii, wo er wohnt, ist zu ihnen nach Hause gefahren, als Cowboy verkleidet und hat ihnen gesagt, dass er ihnen ein Pferd verkaufen oder abkaufen will. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Zur selben Familie ist er dann noch einmal hin und hat gefragt, ob er denn nicht die 12-jährige Tochter als Model vermarkten könne, denn sie sei ja so reif und erwachsen. Ganz große Red Flag. Eine andere 12-Jährige, die er schon 2016 kennenlernte, wie auch immer, hat sich dann immer und immer wieder auf seine Ranch begeben und die Eltern haben sich dann langsam Sorgen gemacht, weil die Tochter eine Art Kult von ihm beigetreten ist, in dem das 12-jährige Mädchen als Spinnengöttin oder Spinnenkönigin wiedergeboren an seiner Seite die neue Weltordnung einleiten sollte. Das ist kein Scherz, das ist wortwörtlich, was er gesagt hat und was er dachte. Und dabei fällt mir gerade auf, ich sage die ganze Zeit, Ezra Miller identifiziert sich als They, Them. Ich habe eher im Kopf, weil ich an Barry Allen denke und sonst nicht viel Kontakt mit Ezra Miller habe. Entschuldigt mich, dass ich ihn falsch gegendert habe, vielleicht bisher. Ich versuche es richtig zu machen jetzt in den nächsten paar Minuten. Gehen wir noch mal kurz den Schnelldurchlauf auf, was sonst noch passiert ist. Ezra Miller hat einen Polizisten mit einer Nerfgun bedroht, gesagt, dass es ein Hassverbrechen ist, weil der Polizist gesagt hat, Sir, please calm down. Und Ezra Miller eben ja sich nicht identifiziert als Sir. Wobei ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass Ezra Miller sich als They, Them identifiziert. Das wurde danach erst öffentlich klar gemacht. Dann gab es noch andere Vorfälle, wie zum Beispiel, dass eine Frau mit ihrem Kind von ihrem Ehemann weggelaufen ist und sich auf Ezra Millers Ranch dann eingenistet hat, mehr oder weniger. Und dann Berichte herausgekommen sind von Bekannten von Ezra Miller, dass Ezra dem Kind Marihuana-Rauch ins Gesicht pustet, Sturmwaffen auf den Plüschtieren des Kindes lagert, das Kind mit geladenen Waffen spielen lässt und Schießen beibringt. Das Kind ist halt unter 10. Irgendwann hat sich dann das Gericht eingeschaltet und das Jugendamt wollten gucken und Ezra Miller meinte dann, nein, nee, die wohnen hier ja gar nicht mehr, obwohl die Frau konstant noch Bilder von der Ranch postet, aber man kann ja niemanden verbieten, jemanden zu besuchen, den man kennt. Bisher hat Ezra Miller keine wirkliche Haftstrafe irgendwie verbüßen müssen, sondern hat immer Sachen nur auf Bewährung bekommen und weil Ezra Miller stinkreich ist, kann Ezra sich das eben leisten, sich da rauszukommen.
kaufen. Das bedeutet, auch wenn Ezra eine ein Announcement gemacht hat und gesagt hat, ja, ich habe psychische Probleme, ich muss mich behandeln lassen, hat das nicht sonderlich viel gebracht, denn danach kamen wieder neue Vorfälle. Ezra Miller terrorisiert Hawaii seit Jahren inzwischen und eine große Kontroverse um diese Person ist entstanden, eben wegen sehr, sehr vieler gewalttätiger Übergriffe und anderer Belästigungen und Stalking und Co. Und wie gesagt, Belästigungen von Minderjährigen. Viele Leute wollen deshalb den Film nicht supporten und wollen ihn den Film boykottieren. Und deshalb habe ich das jetzt alles nochmal gesagt, damit auch diese Leute angesprochen sind und alle wissen, ja, ich weiß, dass das passiert ist und ja, ich weiß, dass Ezra Miller eine problematische Person ist und alle Leute, die vielleicht den Film noch nicht gesehen haben und noch nichts davon wussten, wissen jetzt auch, dass Ezra Miller vielleicht nicht unbedingt die Person ist, die man mit seinem Geld finanziell unterstützen will, weil diese Person sich dann halt immer und immer und immer wieder freikaufen kann von den Anschuldigungen und von den wirklichen Verbrechen, die diese Person begeht. Aber dieses Thema aus dem Weg gebracht, reden wir doch über den eigentlichen Film, denn Ezra spielt die Rolle leider sehr, sehr gut. So chaotisch und problematisch das Privatleben von Ezra Miller ist, umso besser ist tatsächlich sein Schauspiel in diesem Film. Das Comedic Timing ist wirklich, wirklich on the point. Genau dann, wann es sein muss. Es sind keine dummen Gags. Der Film ist dramatisch an den dramatischen Stellen, wo er dramatisch sein muss. Und wird da auch richtig, richtig gut gespielt. Barry Allens emotionale Tiefe wird hier sehr, sehr gut dargestellt. Und ihr werdet die Trailer wahrscheinlich gesehen haben. Die des jüngeren Barry Allens, des anderen Barry Allens mit den längeren Haaren. Die eben fehlende emotionale Tiefe an manchen Punkten wird auch sehr gut dargestellt. Also diese Doppelrolle, die Ezra hier spielt, ist wirklich von Ezra sehr, 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 sehr gut dargestellt und leider wirklich sehr unterhaltsam. Die anderen Punkte, die anderen Elemente, die Verknüpfungen zum größeren DC-Universum, zum DC-Filmuniversum vor allem, die Wiedergabe des Flashpoint-Paradox-Story-Arcs, den einige von euch vielleicht aus den Comics kennen werden oder aus den Animationsfilmen, aber angepasst an das DC-Universum, vor allem eben das Justice League, Snyder Wars, aber auch Filme davor, die mit Batman zu tun hatten und mit Flash zu tun hatten, früher ganz, ganz alte Sachen. Doch auch von zu Hause aus kann man einen roten DC-Helden mit einem Blitz auf der Brust bei seinen Abenteuern begleiten. Tauche ein in die Welt von Shazam, Fury of the Gods. Mit den Hauptdarstellern Zachary Levi, Asher Angel und Jack Dylan Grazer unter der Regie von David F. Sandberg bietet dieser Film eine packende Mischung aus Action, Abenteuer und Comedy. Erlebe einen der stärksten Helden des DC-Universums, Shazam. Diese Fortsetzung bietet nicht nur Spaß und coole Action, sondern hat auch Verbindungen zum größeren DC-Universum. Sie liefern logische Erklärungen, warum hier nur Shazam sich um diese Bedrohung im Film kümmern kann und referenzieren aber dennoch den Rest der Superheldenriege. Die aufregende Geschichte von Billy Batson, der sich in sein erwachsenen Superhelden-Alter-Ego Shazam verwandeln kann, geht jetzt hier weiter. Billy Batson und seine Pflegegeschwister müssen hier jetzt lernen, die Herausforderung des Teenager-Lebens mit ihren Superkräften zu meistern. Als dann die Töchter des Atlas, ein Trio rachsüchtiger älterer Göttinnen, auf der Erde eintreffen, gerät Billy, Shazam, und seine Familie in einen epischen Kampf um ihre Superkräfte, ihr Leben und das Schicksal der Welt. Ein fantastischer Film für Groß und Klein, der dich mit seinen mitreißenden Geschichten und seinen Charakteren begeistern wird. Mir persönlich hat besonders der Humor hier gefallen, sowie eben die kreativen Wege, mit denen die Helden es hier geschafft haben, ihre Gegner zu bekämpfen. Verpasse also nicht die Chance, Shazam Fury of the Gods bei dir zu Hause auf dem Sofa zu erleben. Klicke jetzt unten auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr Informationen zu erhalten und dann über Streaming oder eben gekauft den Film zu genießen. Sehr, sehr viele Elemente, die wirklich wichtig für ein großes DC-Universum sind, die so im DC Expanded Universe, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, noch nie richtig angesprochen wurden, sind hier mit drin. Das Multiversum wird sehr, sehr gut erklärt, sehr gut dargestellt und sehr schlüssig fortgeführt. Es gibt nur sehr kleine Plotholes am Ende des Films, wo ich dann in der Spoiler-Review nochmal drüber gehen werde, die aber per se nicht das größte Problem sind. Die anderen Schauspieler, die hier auftreten, ich weiß nicht, inwiefern ihr die verschiedenen Trailer jetzt alle schon gesehen habt. Ich will jetzt niemanden irgendwie eine Überraschung wegnehmen, die ich leider schon weggenommen hatte von den Trailern, aber die anderen Schauspieler, die hier drin sind, verdienen auch die Aufmerksamkeit und verdienen eigentlich auch mit ihrer Darstellung der Charaktere noch einmal ein bisschen Ruhm und
ja, Aufmerksamkeit, wie gut sie diese Figuren darstellen. Die Story ist, wie gesagt, eine sehr schöne Adaption von Flashpoint Paradox. Viele Elemente, die besten Elemente, sind mit übernommen, bis auf eins. Auch da komme ich nochmal in der Spoiler-Review dazu. Und auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass der Animationsfilm der bessere Flashpoint Paradox-Film ist, ist der hier der perfekte Flashpoint DC Universe für Film Universe Film. Wir nehmen alle losen Enden oder offenen Enden oder Variationen von Enden aus diesem DC-Universum, was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben, und verknüpfen verschiedene Elemente miteinander, die hier so noch nie zusammengeführt wurden, haben aber auch klassische Elemente aus den Comics mit drinne aus Flashpoint, die aber auch wieder einen Spin bekommen. Also es ist alles sehr, sehr, sehr gut eigentlich. Also das Skript ist fantastisch und die Storytelling ist sehr, sehr gut. Der Humor ist sehr, sehr gut. Ich war sehr, sehr unterhalten von der ersten bis zur letzten Minute. Das einzige Problem, was ich hatte, war das CGI. Das ist, obwohl der Film jetzt ja schon seit Jahren eigentlich erscheinen sollte und wirklich sehr lange in der Post-Production war, ist das CGI wirklich schlecht. Also, ihr wisst, normalerweise bin ich da nicht so kritisch, aber das sieht wirklich nicht gut aus. Und ich verstehe nicht so ganz, warum das in diesem Status jetzt released wurde und nicht noch weiter aufgeschoben wurde. Wahrscheinlich wollten sie den Film einfach raushauen, weil er schon zu viel Geld gekostet hat und sie Angst haben, dass wegen der Ezra Miller-Kontroverse da irgendwie Einbußungen entstehen, was durchaus sein kann. Aber ja, das CGI sieht wirklich nicht gut aus. Und teilweise wurden auch Sachen entschieden, in CGI zu machen, die absolut hätten in real verfilmt werden können und wirklich nicht unbedingt es nötig gehabt haben, CGI zu haben. Also zum Beispiel jetzt andere Leute, wenn wir jetzt das MCU mal ranziehen, Leute beschweren sich zum Beispiel, dass der Quantum Realm so sehr CGI ist, aber was soll man da anderes großartig machen, als CGI zu benutzen? Natürlich hätte das alles nochmal überarbeitet werden können, aber was hätte man machen sollen, außer CGI-Darstellungen für den Quantum Realm? Hier ist es nicht so. Das CGI, was ich kritisiere, sind Menschen, die im Film als Menschen auftauchen. Vorher schon und dann nochmal ver-CGI'd wurden. Ihr werdet das, wenn ihr den Film seht, genau verstehen, was ich meine. Das ist eine sehr, sehr, ich hoffe, manchmal kriegen Filme ja jetzt in neuerdings auch nochmal so eine zweite und dritte Version, wenn es in Kinos läuft. Vielleicht lohnt es sich also, wenn ihr den Film wirklich supporten wollt und anschauen wollt, nochmal ein paar Wochen zu warten. Vielleicht gibt es dann noch eine V2 oder V3, die in den Kinos läuft, wo das ein bisschen besser aussieht. Ich glaub's aber allerdings nicht. Aber ja, das ist mein einziges Manko. Und normalerweise meckere ich ja immer mit allen Leuten, die das CGI macht mir den Film kaputt. Das CGI hat mir den Film jetzt nicht kaputt gemacht, aber ich glaube, wenn das CGI nicht da gewesen wäre oder besser gewesen wäre, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das überhaupt nötig war, das CGI so zu verwenden an den Stellen, wo ich drüber spreche. Wäre der Film für mich eine glatte 10 von 10 gewesen, was Unterhaltung angeht. Also wirklich, das Kinoerlebnis war gut, es gab viele Lacher, es war sehr, sehr unterhaltsam. Gerade der Anfang des Films ist sehr Comic-DC-Flash, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es war alles sehr drüber, aber nicht zu sehr. Das DC-Universum ist halt immer ein bisschen drüber und immer ein bisschen exzentrischer und sowas. Und die Bösewichte sind alle so Flourishing-Leute und so. Das hat man hier sehr schön mit reingebracht, die ganze Attitude davon, aber auch den Humor aus den Comics. Gerade bei Flash ist eigentlich sehr viel Humor mit drin. Also Flash und Green Lantern sind eher so der humoristische Part des DC-Universums. Und diese Elemente wurden hier sehr schön mit reingebracht. Ich habe jetzt gerade nicht gesagt, dass Green Lantern reinkommt. Ich meine nur, Green Lantern hat Humor, Flash hat Humor. Green Lantern ist nicht in diesem Film. Das Spoiler, I guess, ist kein Spoiler, weil er ist ja nicht drin. Aber so wie ich sagen würde, Gandalf ist nicht mit im Film. Ich sehe schon die Kommentare, wie jetzt Leute schreiben, was, Gandalf ist nicht in Flash? Alles in allem, ich finde, der Film lohnt sich. Ich finde, der Film ist ein sehr unterhaltsamer Popcorn-Kinofilm. Erwartet nichts zu dramatisch Krasses. Es ist ein Unterhaltungsfilm. Es ist eher eine Mischung Drama-Comedy-Superhero. Erwartet jetzt nicht den großen Epos, weil das ist es nicht. Aber es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und ist ein guter Comicbuchfilm. Das einzige Problem, was ich sehe neben dem CGI, ist Ezra Miller. Und das ist halt die Frage, will man diese Person unterstützen? Diese Person ist eben die Hauptfigur in diesem Film und wird am meisten von den Schauspielern Geld bekommen von jedem einzelnen Kinoticket. Dennoch finde ich, dass dadurch, dass der Film so gut geschrieben ist und dass der Film so viele gute Schauspieler hat, die wirklich diese Rollen sehr gut darstellen, die sie da spielen, verdient der Film eigentlich gerade wegen dieser Leute die Aufmerksamkeit. Aber das Problem ist, damit unterstützt man auch Ezra Miller. Das heißt, ihr müsst selber wissen, ob ihr den jetzt boykottiert, den Film, oder ob ihr dann noch ein bisschen wartet und den dann
vielleicht im Streaming schaut, wo schon deutlich weniger an die oder gar nichts mehr an die Schauspieler geht. Aber ja, schreibt doch mal in die Kommentare, geht ihr den Film im Kino gucken? Guckt ihr ihn nicht? Wollt ihr warten, bis er im Streaming ist? Schreibt es gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr spoilerfreie und spoilerhaftige Reviews zu Filmen und Serien sehen wollt. Die Serien werden wahrscheinlich eher spoilerhaft sein. Jetzt zum Beispiel nächste Woche geht ja Secret Invasion bei Marvel los auf Disney Plus und da werde ich natürlich wieder Content zu machen. Und auch andere Filme, die in nächster Zeit kommen und Serien. Wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Doctor Who finde ich sehr interessant und auch eine neue Star Trek Serie geht ja jetzt bald los. Das heißt, macht euch auf Content gefasst. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen jetzt schon. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und bis dahin, könnt ihr hauen.